Ein mächtiger Rücken, muskelbepackte Schultern und Arme. Doch dieser Körper gehört einer Frau. Wenn Bodybuilderin Ute Überscher neue Kleidung kaufen will, hat sie es nicht leicht. Sag Wallah. Ich bin absolut zufrieden mit meinem Körper, so wie ich aussehe. Dass ich Muskeln habe, dass ich dicke Muskeln habe. Für mich wäre es ganz arg schlimm, wenn ich schlapprig wäre. Ich möchte keinen dicken, breiten Hintern haben. Ich möchte keinen Bauch haben. Ich möchte einfach fest sein. Ah, ein neuer Muskelmann-Tag bricht an. Guten Morgen, meine strammen Freunde. Oh nein! Was ist passiert? Das werde ich dir gern verraten. Die Steroide wirken nicht mehr. Ich fühle mich ja voll als vollwertige Frau. Ich liebe Kleider. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, wenn Frauen Kleider anhaben. Ja, da gebe ich ihr vollkommen recht. Es kommt nur darauf an, wer diese Kleider anhat. Ute Überscher trainiert täglich. Ohne Witz, ich trainiere auch täglich. Er stachelt sie an und passt auf, dass sie keine falschen Bewegungen macht. Und Ute gibt alles. Wie immer. Genauso wie ich. In der Bodybuilding-Welt ist Ute ein Star. Sie ist fünffache deutsche Meisterin und sogar Vize-Weltmeisterin. In der Vielfresser-Szene bin ich auch ein Star. Ute wird bald 50, ihr Körper ist nicht mehr jung, aber ans Aufhören denkt sie deshalb noch lange nicht, im Gegenteil. Ich schwöre, sobald ich 30 geworden bin, habe ich sofort aufgehört. Jede Ausrede immer, ja Bruder, ich bin jetzt 30, da geht nichts mehr. Sie braucht die tägliche Ration Adrenalin beim Training. Dass viele andere sich über ihren muskulösen Körper lustig machen, stört sie schon lange nicht mehr. Wer würde sich denn darüber lustig machen? Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite, Leute. Das ist ja so eine Art Comedy-Video. Ich habe höchsten Respekt vor dieser Frau. Allein das, was sie da schafft. Ich gehe ja auch ab und zu nochmal trainieren. Und man sieht das jetzt nicht so krass bei mir und so. Aber ich wiege halt auch 115 Kilo, kann 160 Bank drücken und habe schon ein wenig Erfahrung in dieser Bodybuilding-Szene. Ich mache das jetzt irgendwie seit 17 Jahren. Und eins muss man diesen Leuten lassen. Die haben eine eiserne Disziplin. Die 99,9% derjenigen, die jetzt dieses Video gucken oder allgemein der Menschheit da draußen nicht haben. Und allein dafür gebührt dieser Frau der größte Respekt. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, dass das jetzt nicht mein Typ ist, ja. Manche sind auch richtig abfällig, also richtig bösartig. Also das erlebe ich auch ganz arg, dass ich einen Komplex hätte oder dass ich halt nicht normal wäre. Oder. Aber das ist da ein Lächeln und da stehe ich einfach drüber. Das ist mir egal. Gibt's bei Ihnen keine Soßen? Nee. Schon ewig nicht. Seit Ute da so sportlich aktiv ist. Ach komm, erzähl mir doch keinen. Zumindest deine Soße muss es da noch geben. Soßen machen dick. Na, aber nicht die Soße, von der wir hier reden, ne? Proteine sind gut. Ja, doch, ich bin sehr aggressiv. Der arme Mann tut mir richtig leid, ich schwöre, er tut mir richtig leid. Bringt das ganze Para nach Hause und die gönnt sich so im Wert von über 1000 Euro Ernährung und dann noch das ganze Pulver und hast du nicht gesehen, oh mein Gott. Wegen Kunstgelenk, also wenn ich ein künstliches Knie bekomme, kann ich da dann trotzdem schwer trainieren? Könnte ich dann da weitermachen mit Meisterschaften, oder? Junge, und sie sagt im Video, sie sei ganz normal wie jede andere Frau, hat genau die gleichen Bedürfnisse und so und kommt mir da beim Arzt an, Motto, damit sie sich vorbereiten kann auf einen Wettkampf, der ihr gar nichts bringt. Ja, könnte man nicht mein Knie austauschen mit einem künstlichen Knie? Die will so krass trainieren, dass ihr Knie, ihr richtiges Knie kaputt geht und dass man das dann austauscht. Nein, ich habe da sehr viel negative Erfahrungen gemacht, weil man mich immer für einen Mann hält. Und das mag ich halt auch nicht, ich bin halt eine Frau. Hä? Wie kommen die denn darauf, dich für einen Mann zu halten? Du hast doch voll die weiblichen Züge. Schlage einfach. Das war schön, doch. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Gönnt euch mal ihren Blick, wie sie ihre beste Freundin anguckt. Du dreckige, famegeile Fotze.